任会长、各位侨团负责人、各位侨界先生啊，报告的朋友 ，Ich werde Swiss Magic Chinesisch und später dann auf Deutsch。真多谢会长邀请，今仔日我家来，我应该来参加今仔日和平纪念音乐会。啊，多谢会长啊，讲。我明仔我就退休，当太太要返去台湾，所以今仔日是我最后参加伫澳国的活动，感觉特别有意义。拄则会长我老讲起这二八事件的意义，伊确实啊，这就是这个发生伫1947年2月2日，啊，迄个时台湾。离开日本的统治啊，归属中华民国，也无到两年，啊，有一日就是2月27日，即、這个伫台北市伫个离婚的一个走廊，或者是孙三甲嫌疑一时伫犯的一个走私的婚，啊，因为言语未通，沟通不良，所以发生了真严重的结果。一个上尾啊，互人思想，计算机是不是个规个这个乱啊，传甲传台湾各地，后来就变成台南甲外省人中间一个真大的冲突，最后政府完了出动警察，出动军队，啊，思想真济，即变成台湾。历史上一个真悲惨之下，啊，好在以后这几十年中间，经过各方面的努力，啊，我那因为大家拢带到因生活、读书、工作，啊，我那通关，慢慢伫台湾的外省人甲台南发展一个是较好的关系，大家会发展一个。新的共同的一个学界，啊，和台湾变成真好的一个社会。啊，1990年代时，中央政府马上请示，就这个二八事件表示道歉，和这个受害者那个受害者的这个家庭恢复清白，还那个补偿。咱今仔日那是二年以后。我们来纪念二八事件，最主要的理由就是说，我们不要忘记这个事件，不要去犯同样的错误，但是不是去结怨仇，我们大家都坐在这里，我们就要大家同心来过着向前，我们台湾才有较好、较光明的前途。今天这个台湾协会用这个音乐我想来表达对这二八事件对书东西，我来寄予这个寄来。一只我咧向所有演出者、甲这个支持者深深表示多谢。另外，我阿妈祝福今仔日这个演出的成功，啊，这个祝福咱的国运昌隆、国泰民安。感谢各位。Liebe Frau Präsidentin, liebe Landsleute, liebe österreichische Freunde, zuerst bedanke ich mich recht herzlich bei Frau Präsidentin für die freundliche Einladung zu diesem Friedenskonzert. Wie Sie vorher schon gehört haben, heute ist die letzte Veranstaltung für mich.Bevor ich morgen Richtung Taipei Wien verlasse. Damit ist meine Tätigkeit hier in Deutschland beendet. Daher ist diese Veranstaltung für mich, für meine Frau von besonderer Bedeutung. Wie Sie wohl wissen, hat sich dieser Vorfall vom 28. Februar im Jahr 1947 ereignet.
waren noch nicht zwei Jahre vergangen, nachdem Taiwan nach 50-jähriger Herrschaft Japans wieder chinesisch geworden ist. Am 27.08. wurde eine Zigarettenverkäuferin auf der Taipei-Straße vom Kontrollbeamten beschuldigt, illegale oder geschmuggelte Zigaretten zu verkaufen. Schon die sprachliche Verständigung war sehr schwierig. Daraufhin haben die gewaltige Auseinandersetzungen stattgefunden und sich landesweit in Taiwan zwischen den Festlandchinesen und Taiwanesen ausgedehnt. Es gab am Ende blutige Niederschläge durch die Regierung. Zahlreiche, sogar sehr viele Leute sind ums Leben gekommen. Das war ein trauriges Kapitel für Taiwan. Gott sei Dank, in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten, gab es Bemühungen von verschiedenen Seiten, auch durch das Zusammenleben, Zusammenausbilden, Arbeiten und auch durch Heiraten, haben sie sich die Beziehungen zwischen den Festlandchinesen und Taiwanesen auf Taiwan verbessert. Inzwischen haben die Einwohner in Taiwan die neue Identität auf die Harmonie gefunden. Heute, 62 Jahre später, nach diesem Vorfall, sollten wir diesen Vorfall nicht vergessen. Wir sollten keine Fehler wiederholen, aber wir sollten den Hass nicht schüren. Wir sitzen im gleichen Boot. Wir sollten gemeinsam nach vorne rudern. Damit dann haben wir bessere Zukunft für Taiwan. Heute wurde die taiwanesische Vereinigung in Österreich durch Musik das Gedenken an den Vorfall ausdrücken und verbindet damit die Hoffnung, dass Taiwan weiterhin demokratisch und frei bleibt. Ich wünsche Ihnen eine gelungene Veranstaltung und einen angenehmen Nachmittag. Ich danke Ihnen.